Hallo und willkommen zu den Sport1 News, liebe Zuschauer. Der Trainer des FC Barcelona, Pep Guardiola, hat seinen Vertrag verlängert bis Sommer 2012. Und wir haben jetzt noch mehr Meldungen aus der Welt des Sports für Sie zusammengefasst. Los geht's mit einer guten Nachricht für Dortmund. Entwarnung bei Weidenfeller. Der Verdacht auf einen Innenbandriss bei BVB-Torwart Roman Weidenfeller hat sich nicht bestätigt. Eine Kernspinnuntersuchung hat ergeben, dass sich der 30-Jährige beim Training nur eine Innenbanddehnung sowie einen kleinen Kapseleinriss im linken Knie zugezogen hat. Ob Weidenfeller im Topspiel gegen die Bayern im Tor stehen wird, soll sich Freitag entscheiden. Torwartwechsel beim VfB. Stuttgart-Trainer Bruno Labbadia hat vor dem Europa-League-Rückspiel gegen Benfica Lissabon die Torhüter gewechselt. Ersatzkeeper Marc Ziegler wird am Donnerstag die bisherige Nummer 1 Sven Ulreich ersetzen. Die Abwehr habe nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt habe, begründete Labbadia seine Entscheidung. Mit Ziegler erhofft sich der VfB-Coach mehr Stabilität in der Hintermannschaft. In der Offensive müssen die Schwaben gegen Lissabon ohne Kakao und Pavel Pogrebniak auskommen. Während Pogrebniak noch immer an einem Rippenbruch leidet, fällt Kakao wegen Adduktorenproblemen aus. Scharf erhält Rückendeckung. Die Vereinsspitze von Werder Bremen hält trotz der sportlichen Talfahrt weiter an Trainer Thomas Schaaf fest. Mein Vertrauen in Thomas Schaaf ist sehr, sehr, sehr groß, sagte Werder-Präsident Klaus Fischer der Sieger Kreiszeitung. Schaaf sei nicht ratlos, er habe einen Weg, der zwar mühsam sei, der aber zum Erfolg führen werde, so der 70-Jährige. Zudem betonte Fischer, dass der Werder-Aufsichtsrat den 2012 auslaufenden Vertrag mit dem ebenfalls in der Kritik stehenden Sportdirektor Klaus Allofs verlängern wolle. Idrissou attackiert Fronzek. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach hat mit Ex-Coach Michael Fronzek abgerechnet. Er sei der Buhmann gewesen. Unter Fronzek durfte er nicht mehr da spielen, wo er am gefährlichsten sei. Warum, wisse er nicht, schimpfte Idrissou. Unter dem neuen Chefcoach Lucien Favre ist der Kameruner aber wieder glücklich. Der Schweizer habe gleich am ersten Tag gesehen, wo er hingehöre. Das Team habe endlich wieder Spaß und einen Trainer, der die Mannschaft pushe. Magath glaubt an Huntelaar. Trotz Torflaute baut der Schalke-Coach auch in Zukunft auf den Stürmer. Er denke nicht daran, Klaas-Jan Huntelaar auf die Bank zu setzen. Der Niederländer werde sich da rauskämpfen. Er brauche nur ein Tor, um wieder regelmäßig zu treffen, sagte Magath. Klaas-Jan Huntelaar hat für Schalke seit 3 Monaten kein Tor mehr erzielt. Schmidt vor Vertragsverlängerung. Zweitligist Erzgebirge Aue und Trainer Rico Schmidt werden auch künftig gemeinsame Wege gehen. Der 42-Jährige steht unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung. Man sei sich in Eckpunkten wie Gehalt, Laufzeit und sportlicher Zukunft der Mannschaft einig, sagte Vereinspräsident Bernd Keller der Chemnitzer Freien Presse. Diese Dinge müssten nur noch zu Papier gebracht werden. Schmidt soll dem derzeitigen Tabellenzweiten demnach bis 2013 erhalten bleiben. Der 42-Jährige ist seit 2009 Cheftrainer in Aue. Frankfurt verlängert mit Boysen. Hans-Jürgen Boysen bleibt Zweitligist FSV Frankfurt bis 2013 treu. Der Cheftrainer hat seinen Vertrag vorzeitig um 2 Jahre verlängert. Der 53-Jährige sitzt seit 2009 auf dem Trainerstuhl des derzeitigen Tabellenneunten. Und von den Zweitligisten kommen wir jetzt wieder zur ersten Liga. Michael Ballack könnte bald in die Startelf von Bayer Leverkusen zurückkehren. Im Europa-League-Rückspiel gegen Metalist Charkow am Donnerstag winkt dem Mittelfeldspieler ein Einsatz in der Startelf, da Jupp Heynckes rotieren möchte. Das Hinspiel wurde ja souverän mit 4:0 gewonnen. Und zum Schluss noch eine Meldung vom Handball. Da bahnt sich ein spektakulärer Wechsel bei den Füchsen Berlin an. Der spanische Superstar Iker Romero war für Verhandlungen in der Hauptstadt. Er hat durch seinen Berater Interesse an uns bekundet. Wir hatten ein gutes Gespräch, sagte der Füchse-Manager Bob Hanning. Romero, der bisher beim FC Barcelona spielt, ist einer der besten Rückraumspieler der Welt und wurde 2005 mit Spanien Weltmeister. Soweit die Nachrichten bis hierhin. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, ciao.